Hey, look at them! Oh, ihr seid so cute zusammen! Ihr seid jetzt richtig offiziell? Ja. Ihr seid so perfekt zusammen aus, als ihr gerade ankam. Dieser Walk. Hör auf, ich sterbe gleich. Okay, okay, jetzt ganz normal. Also, Pato kommt ein bisschen später. Und wie war dein Wochenende so? Oh, mangelhaft, Bitch. Ey, danke. Aber ich weiß gar nicht, was du meinst. Das war voll die coole Aktion von dir, voll mutig. Ja, vielleicht verändert sich ja mal was, ne? Vielleicht, wenn wir beim Abi-Streich noch einen draufsetzen. Ja, vielleicht so eine Farbbombenaktion oder so. Oder vielleicht inhaltlich einen draufsetzen? Ich glaube, wir sollten nicht noch mehr Schuleigentum zerstören, ne? Langweilig. Wie wär's mit so einer Demo oder so vielleicht? Ich hab's auch mal gesehen, die haben so Bäume angepflanzt und lass mal so in FFF für Fridays for Future oder so. She bargains with the world, so everything she wants will come to her with no greed. Hey! Ja, es geht, Cutie. Alles gut. Bei dir? Safe. Leute, das ist Maron. Hi. Yo. Hey. Like you didn't tell me? So, wie ist das passiert? Also, wir haben uns bei Finns Party und ich kenne ihn uns. Okay, wir sind jetzt alle, oder? Wollen wir anfangen? Ja. Ja, Vater okay. Hat auch gesagt, wir müssen nicht mehr warten. Hey, unser Tim. Ich komme gleich. Bis gleich. Du hast hier das Schweinchen, das rufst du so weit wie möglich und die ganzen Bälle. Das musst du so nah wie möglich heranpacken. Du darfst aber auch das Gegnerteam zum Beispiel wegschmeißen. Das heißt, wir machen jetzt Teams auf. Oh. Wer will grün sein? Wir sind grün. Okay, blau. Alright, let's go. Hey. Wie ist das denn? Schweinchen. I swear I tried everything they said supposed to work. Ey, du bist ein sehr kleines Power-Couple. Also, Brangelina. Kim und Pete. You know! Okay, doch lieber Rihanna und Asif. Ich hab eher so Obama-Vibes bekommen. Marlene und Finn, yes we can. Ja, ist auf jeden Fall schön gerade. Wenn auch noch ein bisschen weird, weil alles neu ist, aber voll. Wie läufst du mit Mervan? Alles chillig. Chillig? So sah das gestern aber nicht aus. Naja, okay. Vielleicht ein bisschen mehr als chillig. Also zumindest von seiner Seite aus. I don't know. Mit zwei Namen. Leute, hat Zoe eigentlich noch mal irgendwas gesagt? Also zu mir und Finn? Also ob das wirklich okay ist für sie? Ich glaube, sie ist wirklich fein damit. Mach dir mal keine Sorgen. Ich denke auch. Die ist sowieso eher mit dieser ganzen Fotosituation beschäftigt gerade. Was für ein Foto? Es gibt ein Nacktfoto, was gerade rumkursiert, wo Zoe drauf sein soll. Und Ben aus der 11. hat das in so eine Rating-Group geschickt. In was für eine Gruppe? Die heißt irgendwie Host der Schule oder sowas. Das hat mir Konstantin damals gezeigt. Super widerlich. Das Krasseste ist einfach, dass es noch nicht mal sie ist auf den Fotos. Und jetzt kriegt sie die ganze Zeit irgendwelche Instagram-Nachrichten, die halt auch super widerlich sind. Habt ihr das Foto gesehen? Ja, warte. Meint ihr nicht, so ein Gerücht geht schnell wieder vorbei? Safe, aber diese Dickpic-Boys werden eh die Memo nicht kriegen. Es ist immer das Gleiche. So abgefuckt. Hier. Genau aus dem Grund schicke ich sowas halt nicht rum. Man kann halt niemandem vertrauen. Marlene? Wollen wir anfangen? Ja. Schön, dass so viele von euch heute da sind. Wir wollen heute den Abi-Streich planen und dafür würden wir mit einem Brainstorming anfangen. Ja, genau. Hier stehen schon ein paar Ideen, in welche Richtung es gehen könnte. Und genau, jetzt wollen wir einfach nur wissen, was ihr noch so im Kopf habt und dann können wir irgendwas daraus gemeinsam entwickeln. Oh,
Ja, ein weiteres Mitglied des Komitees. Hast du denn direkt schon einen Vorschlag? Nee, ich würde mich jetzt nicht unbedingt so in den Vordergrund stellen. Wo, wenn wir sowas wie die Mangelhaft-Bitch-Aktion machen? Schuleigentum sollten wir vielleicht nicht nochmal zerstören. Vielleicht irgendwas mit einer Message. Etwas Nachhaltiges, wovon die anderen Generationen auch was davon haben. Nicht einfach verkleiden und dann den Unterricht stören. Hä? Davon haben wir dann eh nichts mehr. Hä, aber darum geht's doch. Wenn wir nichts machen, dann ändert sich doch nie was. Also ich meine so, wir hatten jetzt 2 Jahre Corona und es wurden nur Dinge von uns gefordert. Jetzt können wir doch auch mal was fordern. Das geht ja schon voll in die gute Richtung. Wollen wir vielleicht überlegen, was so unsere Forderungen wären? Wir brauchen mehr psychologische Beratung. Vielen geht's total scheiße wegen Corona. Und vielleicht Unterstützung für Leute mit Lernschwäche? Lehrpläne ändern. Keine rassistische und sexistische Scheiße mehr. Digitalisierung. WLAN für alle in der ganzen Schule. So Nachhaltigkeit als Thema im Unterricht. War auch voll interessant. Boah, und bitte, bitte besseres Essen in der Mensa. True. Hausaufgaben abschaffen natürlich. Wir wollen auch noch leben. Oh, und Handypflicht. Ey, wenn ihr da hinten nichts beizutragen habt, dann könnt ihr auch einfach gehen. Kannst du übernehmen? Ja, klar. Okay, da war jetzt schon voll viel Gutes dabei. Dann danke euch erstmal. Bis später. Frau Dr. Steinberg hier. Ich konnte Sie leider nicht erreichen, aber würde Sie bitten, morgen um 10 Uhr zu einem Gespräch ins Rektorat zu kommen. Bitte um Bestätigung und kommen Sie pünktlich. Fuck, war sie schon da? Sie hat kurz aufgeschlossen und ist dann aber noch mal kurz weg. Okay, gut. Wie geht's dir? Ja, geht. Ah, guten Morgen. Sie wissen ja bestimmt, warum Sie hier sind. Mangelhaft, Bitch? Sie wurden gesehen. Möchten Sie sich hierzu irgendwie äußern? Wer will uns denn gesehen haben? Ich darf die Namen nicht nennen. Ja, also wenn Sie sich nicht äußern, dann muss ich Sie direkt suspendieren, bis eine Schulkonferenz über einen möglichen Verweis entscheiden wird. Was bedeutet das? Bekommen wir trotzdem unser Abi? Sie haben die Leistung ja erbracht, aber alle weiteren Veranstaltungen, da können Sie nicht teilnehmen. Das heißt, keine Zeugnisvergabe, kein Abi-Streich, keine Abi-Feier. Aber das kann doch nicht sein, dass wir dafür jetzt bestraft werden. Aber so jemand wie der Neuhaus, der darf wieder unterrichten. Und so Typen wie dieser Ben, die verschicken Nacktfotos an der Schule. Aber das ist okay, oder was? Also das sind jetzt wirklich ernsthafte Anschuldigungen, die Sie hier vornehmen. Und wir werden die auch genau untersuchen. Aber jetzt gerade geht es um was ganz anderes. Wir erwarten von Ihnen ein Schuldeingeständnis, eine Entschuldigung sowie die Übernahme der Material- und Sachkosten. Zoe hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich war das allein. Sie wurden beide gesehen. Es gibt hier ein Formular, das können Sie unterschreiben. Das ist, ich hole es eben. Bis dahin denken Sie darüber nach, was Sie machen wollen, ja? Bis gleich. Wir sollten uns einfach entschuldigen, anstatt die ganze Sache noch schlimmer zu machen. Ja, aber dann wäre ja alles umsonst gewesen. Ich wollte doch gar nicht, dass du die Farbe über die Bücher kippst. Und ich krieg genauso Ärger. Ich habe doch auch gar nicht das Geld, um das alles zu bezahlen. Ich weiß, deswegen wollte ich ja die Schuld auch auf mich nehmen. Oh, Mailin, du Heldin. Du wirst die ganze Zeit für die Aktion gefeiert, aber mich bringt damit niemand in Verbindung. Nur wenn es um diese scheiß Bilder geht, sind alle gleich so, Zoe, die Schlampe war's, war ja klar.
Ja, wegen dem Bild. Ach, nee, hör einfach auf. Ist doch eh schon scheiße genug, dass jetzt alle darüber reden. Ich will die ganze Sache nicht noch mehr aufbauschen. Tschüss, offen. Okay. Hey. Hey. Echt gut, dass du da bist. Ja. Krass mit der Suspendierung. Ja. Ey, das ist alles so unnötig. Aber unser Abi haben wir geschafft. Das können wir uns nicht mehr nehmen. Willst du auch rauchen? Nee, danke. Ich bin noch im Auto. Ist irgendwas? Du hast doch bestimmt das mit Zoe und dem Foto mitbekommen, oder? Ja, es ist richtig scheiße. Ja, es ist mega scheiße für sie. Vor allem, weil sie nicht mehr drauf ist. Ich habe das eh gleich gesehen. Du hast das Foto gesehen? Ja. Dieser Ben vom Fußball hat es mir gestern in der Umkleide gezeigt. Hast du irgendwas mit denen zu tun? Er hat mich mal angeschrieben. Er meinte mir gestern auf jeden Fall, dass du ihm das Foto geschickt hast. Warum sagt er das? Warum guckst du dir irgendwelche Nacktbilder mit ihm an? Er kam gestern zu mir, hat mir ins Gesicht gehalten, so von wegen, guck mal, ist deine Freundin. Sei bitte einfach ehrlich zu mir. Das war aber bevor wir zusammengekommen sind. Ja. Direkt davor. Warum machst du sowas? Ich weiß nicht, er hat mir eins geschickt und dann wollte er halt auch eins haben. Stehst du auf ihn? Was? Nein, ich will überhaupt nichts von dem. Warum hast du es dann gemacht? Weil ich... Es war eigentlich auch voll egal. Wir waren da noch nicht exklusiv und ich dachte, du magst mich sowieso nicht, deswegen... Denkst auch immer, du weißt über alles Bescheid, ne? Hä? Nein, tu ich nicht. Keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, du bist anders drauf. Hä? Ich bin doch auch gar nicht so. Ich habe keinen Bock mehr auf Drama. Ja, was soll ich denn machen? Wie soll ich mich fühlen, wenn mir dieses Arsch auf so einem Pimpf meine Freundin unter die Nase hält? Gehöre ich jetzt dir oder was? Du weißt doch überhaupt nicht, wie sich das anfühlt gerade. Ich kann das nicht mehr. I have this paralyzing fear that'll maybe go nowhere. But God forbid me ever admitting I could be scared. And I can't stand my friends right now, we got nothing in common. But being lonely's worse than just having friends that don't care. I'm trying my best yet to be beautiful.